An dieser Stelle wurde Kurt Eisner am 21. Februar 1919 ermordet von einem adligen antisemitischen Rechtsextremisten, der natürlich im Sinne der Justiz und der Polizei ein Einzeltäter war. Diese Tradition zieht sich ja durch bis heute, siehe Oktoberfestattentat. Das andere Bayern und der Kurt Eisner Verein und noch verschiedene haben einen Kranz niedergelegt, die Linke und so. Es ist eine Schande, dass die bayerische Staatsregierung keinen Kranz niederlegt. Es ist auch kein Kranz da des Landtags und kein Kranz der Landeshauptstadt München. Kurt Eisner steht für den Beginn der Demokratie, steht für den Beginn des Freistaats Bayern, steht für das Ende der Adelsdiktatur und der großen Menschenschlechterei des Ersten Weltkrieges. Man sollte ihn ehren und nicht verdrängen. Man sollte stolz darauf sein, dass in München am 7. November 1918, zwei Tage vor Berlin, eine unblutige Revolution stattfand, mit der die Demokratie begann. Man sollte diese Straße umbenennen, die nach einem Kardinal heißt, der ein Feind der Demokratie war, der ein Feind Kurt Eisners war und der ein Feind der Juden war. Man sollte diese Straße vielleicht umbenennen in Sarah Sonja Rabinowitz Straße oder Sarah Sonja Lerch Straße. Eine Frau, die die Rüstungsarbeiterinnenstreiks 1918 organisiert hat, zusammen mit Kurt Eisner, und die auf seltsame Art und Weise angeblich durch Selbstmord im Gefängnis Neudeck ums Leben kam. Bis heute gibt es keine Straße in dieser Stadt, die an sie erinnert. Und es wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, einen Rüstungsarbeiterstreik heute zu organisieren, wo wir dritter Weltmeister im Rüstungsexport in alle Welt sind. Und wir sollten das Vermächtnis von Kurt Eisner und Sarah Sonja Rabinowitz ernst nehmen, nämlich eine Demokratie mit echter Bürgerbeteiligung, die nicht nur in Sonntagsreden stattfindet, sondern in der Wirklichkeit. Räterepublik. Gegenwärtig wird, und erlaubt mir dies noch zu bemerken, in Kobani, in Rojava, versuchen das kurdische Volk gemeinsam mit anderen ethnischen Gruppen und religiösen Gruppen eine demokratische Selbstverwaltung aufzubauen, indem die Macht nur von den Volksräten ausgeht, nicht von Ministern und nicht nur von Parlamenten, sondern vom Volk selber. Den Antrag stellen als die Stadtratsgruppe Die Linke für die Umbenennung dieses Platzes in Kurt-Eisner-Platz. Es mag sein, dass es heißt, dass wir in einer Demokratie leben, aber von einer Demokratie, so wie es sich Kurt Eisner und die Revolutionärinnen und Revolutionäre 1919 vorgestellt haben, sind wir noch weit entfernt. Die Idee der demokratischen Selbstverwaltung, die Idee einer Rätedemokratie, einer Räterepublik, ist das größte Vermächtnis, was wir von den Revolutionärinnen und Revolutionären im Geiste Kurt Eisners weiterführen müssen und dafür weiterkämpfen müssen. Wir haben noch einen sehr langen Kampf vor uns, das Vermächtnis
ist, wie es ist. Wir müssen noch viel mehr werden und noch viel mehr dafür tun. Ich danke euch. Vor 5 Jahren von dieser Stelle der Karl-Pahl-Hauptstraße 1/3 in die Staatskanzlei gebracht. Und wir haben auch das Porträt dort abgegeben, kamen also rein. Aber der Herr Seehofer schrieb uns dann, dass er das Bild nicht aufhängen würde, weil in der Staatskanzlei nur Porträts von Ministerpräsidenten in Bayern ab 1945 aufgebracht werden, weil sonst müsste man auch den Ritter von Kahr dort in diese Reihe einreihen. Und der habe sich ja mit den Nazis eingelassen. Daraufhin haben wir ihm geschrieben, wir hätten gar nichts dagegen, dass man den Ritter von Kahr auch dort aufhängt, vielleicht 33 cm tiefer, und mit einem Text darüber, was es bedeutet, wenn man sich mit den Nazis einlässt. Und daraufhin haben wir keine Antwort bekommen und ich warte immer noch auf eine weise, intelligente Antwort, die direkt erfolgt ist.